Ruppig hatte der belarussische Staatspräsident Lukaschenko die EU wissen lassen, man möge sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern, nachdem die Wahl als nicht den demokratischen Standards entsprechend bewertet wurde, die Freilassung der inhaftierten Oppositionellen verlangt und mit Sanktionen gedroht wurde. Die EU fragt sich jetzt, wie man nun weiter reagieren könne. Dem Sonderausschuss für Auswärtige Angelegenheiten war heute auch die Präsidentschaftskandidatin der Opposition zugeschaltet. We are not the opposition anymore. We are the majority now. Wir sind nicht mehr die Opposition. Wir sind jetzt die Mehrheit. Die friedliche Revolution findet statt. Die Revolution in Belarus ist keine geopolitische Revolution. Sie ist weder eine pro-russische noch eine anti-russische Revolution. Sie ist weder eine gegen die EU noch eine für die EU. Es ist eine demokratische Revolution. Während die EU eifrig demokratische Werte, faire Wahlen und Rechtsstaatlichkeit hochhält, wissen die europäischen Staats- und Regierungschefs letztendlich doch, dass ihre Möglichkeiten begrenzt sind. Die Geschichte der Ukraine im Hinterkopf versucht man, bestimmte Fehler nicht zu wiederholen. Als Europäisches Parlament unterstützen wir die Position des Europäischen Rates, dass wir gezielte Sanktionen gegen jene Personen brauchen, die für den Wahlbetrug, für die Polizeibrutalität und die Folter unschuldiger Menschen verantwortlich sind. War die EU ein wenig zu langsam? Muss die EU nicht deutlicher werden, weitergehen? Vielleicht ist die Reaktion nicht stark genug, aber wir müssen nicht nur an Belarus denken, sondern auch an Russland, das sich hier engagiert. Noch ist Russland zurückhaltend, aber vielleicht werden wir bald auf das Engagement Russlands reagieren müssen. Die Diskussionen über die Positionen zu Belarus werden fortgesetzt, wenn sich die Außenminister Ende der Woche in Berlin treffen. Aber die EU scheint äußerst entschlossen, vorsichtig vorzugehen.